Einen wunderschönen guten Morgen aus Lanzarote wünscht Ihnen Wertreisen. Wir sind, wie unschwer zu erkennen ist, im Rio Paraíso Lanzarote. Ein vor 3 Jahren, also 2021, renoviertes Hotel, welches ursprünglich aus 2 Häusern bestand und jetzt zu einem All-Inclusive-Hotel zusammengeführt wurde. Kommen Sie gerne mit auf einen kleinen Rundgang durch diese fantastische All-Inclusive-Anlage. Wie man unschwer erkennen kann, weihnachtet es. Wir sind hier im Dezember bei angenehmen 25 Grad zu Gast und genießen die Sonne, den Strand und die herrliche Gartenanlage. Ja, ich bin schnell vor dem Stühlerücken geflüchtet und zwar in den Restaurantbereich, der sehr offen gestaltet ist, sehr gelungen. Erinnert etwas an einen Marktplatz. Sie sehen hier das Hauptrestaurant. Es gibt noch 2 Spezialitätenrestaurants, ein japanisches, ein kanarisches. Und das Buffet für das Frühstück, welches 7.30 Uhr beginnt, ist schon angerichtet. Und Sie sitzen entweder hier bequem oder zentral in diesem Bereich. Es gibt auch einen Außenbereich. Wo Sie unter der kanarischen Sonne frühstücken können. Das Hotel ist ein All-Inclusive-Haus. Sie finden mehrere Bars, Restaurants, Snackbars und natürlich diese Getränkestationen überall verteilt in der Anlage. Es gibt viel Animation, tolle Shows und wir wagen einmal den Blick auf den heutigen Aktivitätenplan. Workout Rio Art ist das Rio Atelier für die Künstler unter Ihnen, zum Malen. Rio Land bekannt für die Kinder mit Mini-Disco. Es gibt auch im Hotel einen Kinderbereich mit Poolspielplatz. Das alles ist vereint unter dem Label Rioland. Die Katze ist auch schon wach. Und hier gibt es einen kleinen Überblick über die Zeiten. Im Urlaub kreativ sein, das geht im Atelier Rio Art.
welches mehrmals in der Woche geöffnet hat und zum kreativen Malen und Beisammensein einlädt. Die Hotelanlage besteht aus über 500 Zimmern und ursprünglich waren das zwei Rio-Hotels, ein 5-Sterne-, ein Palace-Hotel und ein 4-Sterne-Hotel, welche zusammengefügt wurden. Daher gibt es auch mehrere Pools und eine fantastisch gewachsene Palmenanlage. Sie wohnen in den Haupthäusern oder hier vorne in diesem Village-Bereich, in den bungalowartigen Gebäuden. Und genießen Gartenblick oder den Meerblick. Hier sehen Sie einen Einblick in die Flure des Hauses, wo die Rezeption ist. Also auch das sehr liebevoll gestaltet, grün bewachsen und super gepflegt. Übrigens das Hotel auch. Sauber, sauber, sauber. Es wird gewischt, geputzt. Sie haben das ja vorhin schon gehört. Die Stühle gerichtet. Und wer nicht im Hauptrestaurant essen möchte, den empfehle ich gerne das japanische Restaurant, welches im All-Inclusive-Paket enthalten ist und asiatische Spezialitäten in Buffetform für Sie bereithält. Hier ein Blick in die Poolbar, welche tagsüber Snacks, Getränke für Sie bereithält, im 24-Stunden All-Inclusive-Programm enthalten. Hier das japanische asiatische Restaurant. Ist natürlich nur abends geöffnet, zwischen 18 und 20 Uhr. Eigentlich noch länger, weil sie wählen zwischen zwei Sitzungen, entweder 18 Uhr oder 20 Uhr. An der Rezeption reservieren oder in der Rio-App. Die Hintergrundgeräusche machen das Video eigentlich nur authentisch. Hier ein kleiner Blick auf den Raucherbereich. In Sachen Rauchen hat sich einiges getan bei Rio. Es gibt jetzt größere Raucherbereiche, die auch zentral gelegen sind. Also nicht mehr am Eingang oder am Rand der Anlage. Und so ist für jeden gesorgt mit entsprechender gegenseitiger Rücksichtnahme. Genießt also auch der Raucher hier seinen Urlaub. Es ist jetzt kurz nach 6 Uhr morgens und ich warte auf den Sonnenaufgang, um Ihnen die wunderschöne Gartenanlage zu präsentieren. Aber der beleuchtete Pool hat natürlich auch etwas. Übrigens sind zwei Pools im Winter beheizt, angenehm temperiert, Badespaß also garantiert. Und obwohl ich jetzt hier gerade live einen Liegenreservierer gesehen habe, ist es zumindest bei unserem Aufenthalt hier 2024 absolut nicht üblich, die Liegen zu reservieren. Und obwohl das Hotel komplett ausgebucht ist, bekommen Sie zu jeder Zeit einen Platz an
der Sonne. Also sehr, sehr angenehm. Hier noch einmal einen Überblick über das Haus, in dem die Rezeption ist. Das war das ehemalige Vier-Sterne-Hotel. Oben die Zimmer, Pepis Food Bar, Hauptrestaurant. Und die obligatorische Palme. Übrigens immer häufiger bei uns im Reisebüro in Heidelberg nachgefragt. Ja, er ist vorhanden, der Lift in das temperierte Wasser. Super interessant für Behinderte, Eingeschränkte, Personen, um problemlos in das Wasser zu gelangen. Sehr schön gemacht. Tolle Angelegenheit. Ja, vorhin schon einmal ganz kurz erwähnt, das Rioland. Rio für die Kleinen. Hier gibt es einen separaten Bereich. Mit 30 cm Planschbecken liegen für die Erwachsenen. Und natürlich den Spielplatz. Mit Weihnachtsbaum im Hintergrund. Übrigens, hier hinter dem Spielplatz ist die Strandstraße und daran schließt sich dieser herrliche lange Sandstrand an. Hier sehen Sie die Anlage zum Bogenschießen. Auch sehr professionell gestaltet. Und ein kleiner Blick in den Garten. So unscheinbar und doch ein kleines Highlight des Hotels ist dieser Durchgang, der sie direkt zum Strand führt, über die Straße direkt zum Strand. Apropos Strand, dieser ist sehr lang, fein bis grobsandig, eher ein bisschen grobsandig. Und es gibt nicht so hohe Wellen, was sehr angenehm ist. Sonst finden Sie auf den Kanarischen Inseln immer diese hohen Wellen, das ist hier nicht so der Fall. Hier übrigens die Anlage zum Boccia-Spielen. Und im Hintergrund sehen Sie das vorhin erwähnte Village mit vielen Zimmern im Erdgeschoss und einigen im ersten Obergeschoss. Wer nicht gerne im Erdgeschoss wohnt, bitte nicht diese Bungalows buchen, sondern ins Haupthaus gehen. Ansonsten eine feine Sache, damit schöner großer Terrasse ausgestattete Wohnräume zur Verfügung stehen. So sieht das Ganze dann aus.
Also viel Privatsphäre, aber halt meist ebenerdig. Der Vorteil des frühen Films ist natürlich, dass ich Ihnen alles in Ruhe zeigen kann, ohne dass hunderte Menschen vor der Kamera rumspringen. Der Nachteil ist, es ist immer noch recht dunkel, aber man kann nicht alles haben im Leben. Achtung, Katze im Bild. Und nachdem ich mich etwas verlaufen habe, geht es jetzt aufwärts zum zweiten Haus, dem ehemaligen Palace Hotel von Rio, mit eigene Poolanlage. Natürlich können alle Pools untereinander genutzt werden und die Zimmer sind alle gleich ausgestattet. Und wie man sieht, wird es langsam hell. Es gibt Hoffnung. Übrigens, wenn Sie ruhiger wohnen möchten, empfehle ich Ihnen den alten Palace-Bereich, da die Animation in dem anderen Haus stattfindet und sie da natürlich mehr Jubel, Trubel, Heiterkeit genießen als hier in diesem Bereich. Ist das ein Zugangsbereich oder ist das keiner? Wirklich sehr imposant. Früher schon so gebaut im Rio Palace, weitestgehend original belassen. Dieser große Flur zum Pool und links und rechts des Flurs finden Sie den Spa-Bereich. Einen Shop und das Fitnesscenter, welches im Moment noch geschlossen hat. Öffnungszeit des Fitnesscenters 7.30 Uhr bis 21 Uhr. Und so viel sei verraten, auch wenn ich es Ihnen jetzt nicht zeigen kann. Klein, aber fein ist hier das Motto. Sehr schön ausgestattet. Mein Highlight des Hotels ist der alte Rezeptionsbereich des Rio Palace, der im Originalzustand erhalten ist, was ich übrigens toll finde, weil es einfach super schön gestaltet war und immer noch strahlt. Hier lässt sich noch der Glanz der vergangenen Jahre erahnen. Hier war die Rezeption. Übrigens treffen Sie hier Ihre TUI-Reiseleitung während des Urlaubs, die mehrmals am Tag da sind. Rio Hotels, traditionsgemäß TUI-Häuser. Wunderschön angelegter Bereich. Hier war früher der Eingang. Und wenn Sie hier hineingekommen sind und an der Rezeption empfangen worden, dann haben Sie als Entree sozusagen
dann einen herrlichen Blick bis zum Meer genossen. Und wir gehen noch einmal hinaus, damit ich Ihnen noch ein paar kleinere Bereiche zeigen kann in diesem Bereich des Hotels. Ja, wie Sie sehen, es werde Licht. Fast zum Ende des Videos genießen wir den Sonnenaufgang auf Lanzarote. Ein einmaliges Lichtschauspiel. Einfach zurücklehnen, anschauen, genießen. Natürlich finden Sie auch hier am Pool etliche Liegen. Duschen. Das sind die Zimmer, alle zur Meerseite ausgerichtet und größtenteils mit Meerblick. Auch hier gibt es am Pool einen Raucherbereich, wie ich vorhin erwähnt habe, nicht mehr am Rand, sondern durchaus in guter Lage des Hotels. Und im unteren Bereich eine Snackbar mit Pizza, Hotdogs, Obst, Salaten. Tagsüber geöffnet. Genießen Sie noch einmal diesen schönen Rundumblick in der herrlich gewachsenen Anlage. Beim Sonnenaufgang. Langsam kehrt Leben in die Hotelanlage ein, die Sonne geht auf und ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal im Reisebüro Wertreisen in Heidelberg. Ich wünsche Ihnen eine schöne Weihnachtszeit.